Bitte, meine Herrschaften, wir wollen in die Charlie, Luft gehen. Was machen Sie denn hier? Charlie? Ja, ich bin Steward geworden. 10 Gewitterflüge am Tag sind mir lieber als der schwarze Panther von Utana. Finden Sie nicht auch, ne? Liebe Zuschauer, jetzt, wo die Identität des schwarzen Panthers von Ratana geklärt ist, sind Sie sicherlich wieder so weit beruhigt, dass Sie noch ein paar Tipps für den heutigen Tag aufnehmen können. Um 11 Uhr senden wir Ihnen Teuflische Grüße. Das ist der Titel unseres spannenden Psychothrillers von gestern Abend, den wir heute Vormittag um 11 für Sie wiederholen. Das einzig Schreckliche an dem Film ist zu Anfang der schwere Unfall von Monsieur Campeau. Zum Glück durch den Anprall hinausgeschleudert. Meine Frau wurde. Mein lieber Doktor, wie kann ich Ihnen danken für alles, was Sie für meinen Mann getan haben? Ich habe nur meine Pflicht getan, Madame. Du sagst, dass du meine Frau bist. Ja, das bin ich. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir reiche Leute. Wir haben alles mitgebracht aus Hongkong, Liebling. Hongkong? Mit teuflischen Grüßen. 11.05 Uhr in Sat.1. Bist du hier, um mir alles zu verderben? Spielt Monsieur eine Komödie? Oder weiß er wirklich nichts mehr? Es ist sehr merkwürdig, dass mir hin und wieder Erinnerungen aufdämmern. Vielleicht weniger Erinnerungen, aber Worte. Was für Worte? Wenn du ehrlich bist, möchtest du wirklich, dass er sein Gedächtnis wiederfindet? Ich weiß es nicht. Also jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder er leidet wirklich unter vorübergehendem Gedächtnisschwund durch Schockeinwirkung, oder aber er hat schwerere Verletzungen erlitten, als man annehmen sollte. Oder aber er simuliert das Ganze wirklich, so wie Madame ihn verdächtigt. Oder vielleicht gibt es sogar noch eine andere Möglichkeit. In den Hauptrollen sehen Sie Senta Berger und Alain Delon. Spencer sucht heute ebenfalls eine Erklärung, und zwar für das merkwürdige Verhalten ehemaliger Klienten, die, als sie ihm einen Auftrag erteilt haben, sehr zufrieden waren mit der Leistung, die er für sie erbracht hat. Und jetzt reagieren sie auf einmal so. Hallo Harry, wie geht's denn?